So, um euch das Auto jetzt, bevor ich das vorstelle und euch zeige, muss ich euch das mal ein bisschen erklären, weil das ist eine Spezialanfertigung. Den gibt es erst seit diesem Jahr, seit 2024, also ganz neu. Man will das ausprobieren, hat man mir gesagt. Er ist wirklich speziell, aber also er hat ein zulässiges Gesamtgewicht. Er hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3500 Kilo. Die Länge dieses Autos ist 5,89 Meter. Die Breite 2,16 Meter und die Höhe 2,95 Meter. Die Höhe ist natürlich ordentlich. Dadurch ist natürlich auch ein sehr gutes Raumgefühl hier drin. Das Getriebe ist wieder Automatik. Es ist ein Bulli-Chassis. 450 PS. Und Schadstoffklasse auch 6D, Euro 6D. So, also, bevor ich euch das Auto zeige. Also, das Auto ist wirklich klein. Es ist wirklich klein, aber es hat wirklich eigentlich ganz gut durchdachte Dinge. Da muss man vielleicht noch ein bisschen dran feilen, aber ich will euch das mal zeigen. Ja, wie ihr schon seht, muss man hier ein bisschen aufpassen. Ja, weil das A ist hier eine Stufe hier unten, die finde ich twiggy, muss ich ehrlich sagen. Zeige ich euch nachher nochmal. Und man hat halt dieses Bett hier. Und das kann man halt ganz weit nach vorne schieben. Hier sind also die Schienen und da rastet das dann ein. Also das kommt ziemlich weit vor und dann kommt diese Matratze ganz hinten dran und dann ist ein recht großes Bett hier oben. Dazu gibt es eine Leiter und man hat also hier praktisch noch einen Schlafplatz. Natürlich ist es dann dadurch hier ein bisschen kleiner und man muss sich bücken, wenn man sich hinsetzt. Daran muss man sich wirklich gewöhnen. Aber es hat halt eben seinen Vorteil, dass man ein zweites Bett hat. Und wenn halt jemand nicht zusammenschlafen möchte, weil man nachts mal raus muss und im Alter dann auch öfters raus muss oder auch mal erkältet ist oder wie auch immer, dann hat man hier eine gute Alternative. Muss allerdings natürlich, wie gesagt, hier aufpassen. Ne? Ja. So, wir befinden uns jetzt hier in der Küche. Ich muss noch mal gucken, ob hier irgendwie oben steht, wie viele Liter der hat, aber... Nee, ich habe gerade schon mal drin geguckt, steht nicht. An der Seite ist hier der Kühlschrank, auch mit einem großen Eisfach. Allerdings ist der nicht beidseitig bedienbar, sondern so wie ich das sehe, nur von der einen Seite. Aber auch wirklich recht groß. Ordentlich, was da reinpasst. So, was ich jetzt ein bisschen ungünstig finde, ist diese Stufe hier. Ja, also hier, das ist ein bisschen twiggy, muss ich sagen. Die finde ich nicht so optimal gelöst. Ansonsten hat es auch wieder eine sehr breite Couch. Man sitzt sehr bequem da drauf. Und ja, hier hat man also praktisch die gemütliche Ecke, den gemütlichen Teil vom Wohnmobil. Ja, Schubfächer wie in dem anderen Auto auch, Soft Close. Kann man natürlich weiter ausfahren, aber da ist jetzt die Trittstufe davor. Also ihr habt die drei große Staufächer. Hier ist die Trittstufe fürs Bett. Hier hinten habt ihr den Schlafraum. Warum das jetzt hier zu ist, das zeige ich euch gleich. Also es ist auch ein relativ großer Schlafraum, hier passen locker zwei Leute nebeneinander. Aber wenn man das halt eben nicht möchte, hat man halt eben noch eine Alternative. Jo. So, das ist die Trittstufe, die denke ich, kann man einfach hier hoch machen. Und dann ist hier ein sehr großer Kleiderschrank. Weiß nicht, ob man es ein bisschen erkennen kann. Mit Kleiderstange auch, also auch sehr viel Platz. Hier unten dann die Technik. So, und hier kommen wir jetzt zum Bad. Und das ist mal mega interessant. Also, hier ist die Toilette.
Das Waschbecken kann man verschieben. Wenn man auf Toilette muss, muss man es verschieben in die Richtung und dann hat man hier auch Platz. Hier ist die Leiter fürs Bett. Da sind nochmal so Fächer, wo man was reintun kann. Ansonsten sehe ich jetzt hier keinen Stauraum im Bad weiter. Doch, klar, das ist doch ein Alibert hier, oder sagte man früher, ne? So, doch hier ist ein Spiegelschrank. Also auch richtig ordentlich Platz drin. Und das hier ist die Dusche. Und zwar, ja, zieht man die. Ist mit so einer Hand alles ein bisschen schwierig. So, ich habe das jetzt ja mit zwei Händen runtergezogen. Ich habe das mit einer Hand nicht geschafft. Ich sowieso nicht mit meiner Schulter. Ja, und dann hat man hier eine Wand, wo man praktisch das nur als Toilette nutzen kann. Und dahinter verbirgt sich die Dusche. Und das erklärt halt auch hier hinten diese Wand, die vorhin hier war. Man muss dann also praktisch das Stück Matratze rauslegen. So, ich habe euch das jetzt noch mal so ein bisschen hochgezogen, dass man das noch mal vielleicht ein bisschen sehen kann. Also man schiebt das dann hier hoch. Ja, und hat dann hier unten, hat man dann, das ist also mit einer Wand, mit allem drum und dran, wird das hochgeschoben und dann hat man hier eine wunderbare Dusche. Also ich finde die Idee nicht schlecht. Ich finde das gut, muss ich ehrlich sagen. Die ist groß, die Dusche. Ja, ist halt Geschmackssache, aber ich finde die Idee finde ich super. So, ich mache es jetzt nicht weiter hier, weil ich will auch nichts kaputt machen. Es geht ein bisschen schwer, wie gesagt, und ich mit meiner Schulter muss ich ein bisschen aufpassen. Ja. Ja, und zur Küche, man hat hier noch eine schöne Arbeitsfläche, wo man ja was machen kann. Das finde ich sehr gut. Und, mein Kugelschreiber, den darf ich nicht vergessen. Ja, zwei Flammenherd, wunderbar. Und Spüle. Ja, kann man dann raus. Ist klein, aber ja, wenn man so ein kleines Auto hat, dann weiß man das halt einfach. Zur Technik kann ich euch jetzt nicht ganz so viel sagen, also, weil, ja, es ist jetzt, ich bin hier so spontan reingeplatzt und da konnte sich keiner jetzt hier irgendwie abkömmlich machen, um ein bisschen Näheres zu erklären. Aber ich lese euch jetzt noch mal vor, was dieses Auto beinhaltet. Also die normale Ausstattung, ABS, Tempomat, Einparkhilfe, ESP, Fernlichtassistent, Heckgarage, Klimaanlage, Lichtsensor, Markise, Mittelsitzgruppe, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Partikelfilter, Radio, Rußpartikelfilter, separate Dusche, Servolenkung, Sitzhaltung, Sommerreifen, Zentralverriegelung, WC, TV, Tunerradio, Tempomat, Garagentür links, Insektenschutztür, Ausstellfenster, Hutze und Sonderbeklebung, wenn Sensation. So, und die Sonderausstattung, so wie es jetzt hier steht, also wie gesagt, VWT, Chassis, 150 PS Automatikgetriebe, Autür, Knaus Premium, Energy Basic Paket, Ausstellfenster 70x40, Slidebett für zwei Personen, statt Stauschränke. Aha, also das Slidebett ist zusätzlich. Also gibt es den noch ohne dieses zweite Bett? Okay, also ist das halt praktisch, kann man, ein kann und kein muss. Gut zu wissen. Knaus, TÜV und Fahrzeugbrief und sowas, was dann halt steht. Also dieses Bett ist optional und nicht, ist nicht immer drin und ansonsten wird es dann da oben Stauschränke geben. Also kann man sich das aussuchen. Das finde ich schon mal sehr gut. So, der Preis wäre für dieses Auto
92.309 Euro und ist halt auch jetzt mit so einem Aktionsrabatt versehen von 7.421 Euro und damit kostet das Auto 84.888 Euro. Ja, jetzt gehe ich mit euch nochmal raus und zeige euch nochmal die Garage von dem Auto. Die ist nämlich nicht zu verkennen. So, und hier zeige ich euch nochmal, hier kommt die Gasflasche rein. Und sogar hat dieses kleine Auto eine große Garage. Krass, ist auch groß. Ist halt ein bisschen schlecht mit dem Licht jetzt, warte mal, ich muss mal gucken. So, ich habe jetzt nochmal hinten die Tür aufgemacht, damit man besseres Licht hat. Jetzt sieht man die Garage also nochmal schön. Also für so ein kleines Auto eine ordentliche Garage. Also, und das finde ich super. Was sagt ihr denn dazu? Das ist also der Knaus Touravan Vansation 500 MQ. Ein relativ kleines Wohnmobil auf Buddy-Chassis mit sehr viel Stauraum. Sicherlich das eine oder andere nochmal nachbesserungswürdig. Es ist auch keine Dusche, die man im täglichen Gebrauch nimmt, sondern man hat halt eine dabei, wenn man mal eine nutzen möchte. Es ist noch ein Prototyp, ist also noch nicht in Serie. Mir würde mal eure Gedanken dazu interessieren. Was sagt ihr dazu? Was meint ihr dazu? Schreibt es doch einfach mal in den Kommentaren. Ja, hallo liebe Videofreunde. Ich sitze hier in Jacke, im Wohnmobil. Was ist passiert? Ja, die Heizung hat die ganze letzte Zeit schon gesponnen. Also ich, die letzten Tage hatte ich als Probleme mit der Heizung gehabt. Es war manchmal glühend heiß, die hat sich gar nicht richtig regulieren lassen. Und ich bin bald nachts verrückt geworden, weil es war so heiß, dass man auch, also die Aluschienen, wo die Betten drauf liegen, die konntest du nicht anfassen. Du konntest das Holz hinten nicht anfassen. Der Sicherungskasten war sehr warm gewesen, also um nicht zu sagen schon fast heiß. Ich habe da unten alles so weitgehend auch ein Stückchen ausgeräumt, damit bessere Luftzirkulation ist. Die ganzen Kisten waren heiß gewesen von unserem Auszugssystem mit Inhalt. Also es war, so kannte ich das nicht. So hatten wir das noch nie gehabt. Und nachts schlafen war schier unmöglich. Ich habe teilweise mit Fenster offen geschlafen bei minus 10 Grad, weil ich es nicht ausgehalten habe. Also da war schon irgendwas faul. Ich habe das schon Michael gesagt, aber Michael hatte eben zu tun, der war nicht da. Und jetzt bin ich gestern von Frankfurt-Hahn, von Michaels Arbeit, da zurückgefahren. Und bin hier nach Bad Nauheim gefahren, komme hier an und mache die Heizung hoch. Also während der Fahrt habe ich sie immer ziemlich weit runtergedreht und dann habe ich es aufgedreht und gehe raus und will den Strom anschließen und denke, was ist denn jetzt los? Und ja, dann hat das gequalmt. Ich kann euch sagen, ich habe mich zu Tode erschrocken. Es kam Rauchschwaden aus dieser Trummerheizung raus. Ich habe gedacht, das Auto brennt oder irgendwas. Also auch die hier, die Dame, die den Stellplatz zur Verfügung stellt, die hat sich auch erschrocken. Ich erst mal raus und dann habe ich den Hund raus und dann die Betten hochgeklappt, um zu gucken, ob irgendwas brennt. Aber es brannte halt nichts. Es war oder hat nichts geschmort. Ja, es kam tatsächlich von der Heizung. Und auf einmal war der Rauch wieder weg und die Heizung lief normal. Pumpe ging auch, alles gut, also es war alles dann wieder in Ordnung. Gott sei Dank kam Michael gestern dann Abend noch, dass ich nicht alleine hier war mit der Geschichte, aber es lief alles. So, heute fahren wir weg, waren unterwegs gewesen tagsüber und kommen zurück und ich drehe wieder die Heizung hoch und hatte das schon so irgendwie im Kopf und bin dann auch raus und habe geguckt, ob das wieder so ist, wenn ich hochdrehe und es war wieder so. Also es fing wieder an zu qualmen, nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal, also wie gestern. Aber diesmal ging die Heizung tatsächlich auch aus und es gab eine Fehlermeldung und wir haben es ein paar Mal probiert, ein Reset gemacht, wieder angemacht und so weiter und es ging nicht. Also immer wieder, die Heizung geht halt immer wieder aus. Läuft 5 Minuten ungefähr und dann geht sie aus. So, was jetzt? Ja, dann haben wir Truma angerufen, dann, bis wir dann dran waren, hat einen Moment gedauert und naja, so richtig weiterhelfen können die einen dann auch nicht. Also die haben dann halt schon gesagt, was es sein könnte und es sieht also
ja, dadurch, dass die Pumpe nicht mehr läuft, aus, als ob wir mit der Brennkammer oder mit diesem Brennen oder Glühstift oder wie das heißt, aus, dass das wohl das Problem ist. Und ja, da kann man jetzt erstmal nichts machen. Und also wir müssen dann in eine Werkstatt und haben dann in Cottbus Kontakt aufgenommen. Und da kommt dann nächste Woche jemand, der sich mit Trumaheizung auskennt und kommt zu uns nach Hause und guckt sich das erstmal an. Und dann werden wir entscheiden, eben, ob er in eine Werkstatt muss oder was es überhaupt ist. Und ja, also der will sich das dann erstmal vor Ort angucken. Ja, müssen wir mal gucken. Also so ein Mist. Jetzt haben wir Gott sei Dank noch die Elektroheizung, aber die bläst halt nur ein Drittel. Also die wärmt nur ein Drittel, das haben sie uns auch gleich gesagt. Also dass die Elektroheizung natürlich nur ein Drittel schafft von dem, was die andere Heizung schafft. Und es ist sehr kalt hier drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ohne Jacke kann ich hier nicht sitzen. Ich wollte jetzt eigentlich auch mein Video fertig machen, aber das ist mir irgendwie zu kalt hier. Und ja, wir werden jetzt natürlich heute Abend schön essen gehen, weil wir haben nämlich heute 20-Jähriges. Ja. Vor 20 Jahren haben wir uns kennengelernt in dem Städtchen und also das war der Tag, wo wir dann zusammengekommen sind und wir waren heute schon in unserer alten Stammkneipe. Das heißt, wir standen davor, weil die gibt es ja nicht mehr. Die haben sie letztes Jahr geschlossen und da haben wir reingeguckt, traurig sieht es aus. Och, unser schöner Postwagen ist weg. So ein Mist. Und haben uns aber dann fotografieren lassen davor. Ja, und haben uns nochmal Städtchen angeguckt. Die neue Sprudeltherme in Bad Nauheim. Echt schön gemacht, wirklich toll. Ganz, ganz toll. Also echt super schön geworden. Ja, und dann sind wir halt hier hoch, wollten dann uns jetzt mit Freunden treffen. Michael ist schon weg, weil der hat es gerade noch geschafft, wenigstens ein Stündchen sich mit seinem Kumpel zu treffen. Weil der dann weg muss. Und zwischenzeitlich halt haben wir hier alles geregelt und angerufen und gemacht. Und jetzt müssen wir nach Hause fahren. Ich wollte ja eigentlich nach Potsdam, weil ich eigentlich da am Samstag Veranstaltung habe, aber das wird wohl nicht, das, also nicht mit dem Auto auf jeden Fall nicht, wenn, dann müsste ich selber mit dem Auto fahren und wenn wir dann erst am Freitag nach Hause kommen, ich glaube, das wird mir alles zu viel. Schade. Und es wäre halt auch, ich hätte mir jetzt unseren 20-Jährigen mit einer schöner vorgestellt, also wenn so eine, nicht so eine Hiobsbotschaft kommt. Mist. Aber was will man machen? Es ist so, wie es ist. Und wenigstens haben wir noch das bisschen Wärme jetzt von der Elektroheizung. Es ist wirklich nicht sehr viel, aber es ist eben nicht eiskalt. Und das ist schon mal viel wert, Gott sei Dank. Und dass wir das auch benutzen können. Ich habe das auch also mit der Inhaberin hier abgesprochen, habe gesagt, ich bezahle ihr das, weil das kostet schon eine Stange Geld, wenn du hier über Elektro heizst, ne? Das bezahle ich ihr und das dürfen wir machen. Und da sind wir jetzt schon mal froh, dass man das überhaupt, dass das geht, ne? Naja, müssen wir mal gucken. Hoffentlich hält die Sicherung bei denen durch, weil die haut ganz schön rein hier, die Heizung. Dann haben wir aber richtig die A-Karte, wenn wir jetzt heute Nacht im Kalten hier liegen. Dann wird's kuschelig, aber dann müssen wir den Hund auch mit ins Bett holen. Also, dann wird's für alle drei kuschelig. Oh Gott, ich bin gespannt. Also macht's gut, ihr Lieben. Wir wollten das mal berichten, mal so ein schnelles Update. So ein Mist hier. Tschüss. Hallo liebe Living and Travel Zuschauer, schönen Gruß aus unserem verschneiten Cottbus. Ich wollte euch ein kurzes Update geben, zwecks unserem Heizungsproblem, das wir hatten. Und die Chefredaktion von Living and Travel ist leider unpässlich heute, das heißt, hier muss der Volontär ran. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ich mache es auch kurz und bündig. Die Heizung geht. Tschüss. Na gut. Büschenlänge. Wir hatten hier den mobilen Service von Truma, den Herrn Erkner aus Dresden. Und den kann ich also jedem nur empfehlen, in Sachsen und Brandenburg, der Probleme mit seiner Heizung hat. Der Mann ist sehr kompetent und auch sehr freundlich, macht Truma und alte Heizungen. Und wie gesagt, ist für Sachsen und Brandenburg zuständig. Südbayern und Flensburg
Das wird nichts, aber hier in diesem Bereich macht er das. Und das ging auch relativ schnell. Innerhalb von einer guten Woche war er da, weil er Gott sei Dank hier in der Nähe noch so einen Termin hatte, sodass wir jetzt wieder ein Auto haben, mit dem wir den Winter weiter verbringen können. Die Heizung, wie gesagt, läuft wieder einwandfrei. Problem war, er musste sie letztendlich ausbauen, also es ist nicht damit getan gewesen, da von außen irgendwie oder mal einen Fehlerspeicher zu resetten oder so. Nein, das Problem war, der Flammfühler heißt das Ding, glaube ich, der hat falsche Werte gemessen und dadurch ist die Heizung dann halt immer wieder ausgegangen. Und er hat das dann ausgebaut, diesen Flammfühler ausgebaut und dafür musste auch diese Brennkammer mit raus. Und der Glühstift, das war alles mit draußen und dann haben wir uns das, oder er hat sich das angeguckt, hat mich gerufen, hat gesagt, also der Temperaturfühler hier, dieser Flammfühler ist auf jeden Fall kaputt, der muss neu. Die Brennkammer wäre noch nutzbar gewesen. Die war zwar schon verkokt, aber nicht so, dass man sie nicht mehr hätte benutzen können, nur ich habe dann gesagt, nee. Also wenn das Ding schon mal raus ist, neu machen. Die Brennkammer mit neu machen. Die wurde dann mitgemacht. Der Rest war okay, Glühstiften so, alles gut, konnte bleiben. Musste nichts gemacht werden. Und alles zusammengebaut. Läuft einwandfrei, da qualmt nichts. Das Ding läuft absolut easy, rund, wunderbar. Ich habe mich dann mit ihm darüber unterhalten, warum oder wie das kommen kann. Und dann sagte er, also das Problem, was wir hier in Deutschland haben, dass im Diesel ein Bioanteil mit drin ist von 7% oder so. Das ist einfach so, das ist gesetzlich vorgegeben. Ja, und das vertragen diese Anlagen wohl nicht allzu gut. Und dadurch kommt es zu diesen Verkokungen. Und es gibt ja auch Autos, wo der Motor das wirklich nicht so verträgt. Und also eine Abhilfe ist auf jeden Fall, öfter mal Premium-Diesel zu tanken, auch wenn es im Geldbeutel erstmal wehtut, aber letztendlich doch billiger ist, als die Heizung zu machen. Und dann kommt noch dazu, dass du die wohl öfter freibrennen musst, als ich das gemacht habe. Ich habe gedacht, so 2-3 Mal im Jahr, das reicht aus. Aber scheinbar nicht. Vor allen Dingen, wenn man im Winter fährt und das Ding, oder im Herbst oder auch Frühjahr, wenn es nicht ganz so kalt ist und das Ding nicht auf voller Leistung läuft, dann sollte man das doch so alle vier Wochen, sollte man das Ding einmal richtig donnern lassen. Hier 30 Grad einstellen, Tür auf und dann das Ding eine Stunde laufen lassen. Das würde der Heizung gut tun und das würde auch diese Verkokung stark vermindern. Ganz verhindern kann man sie wohl nicht, sei denn man tankt immer Premium-Diesel. Und schlussendlich kommen wir noch zu dem Punkt Kosten, weil ja auch einige geschrieben haben, wir müssen so mit 800 bis 1000 Euro rechnen, das ist korrekt. Dadurch, dass wir die Brennkammer mit erneuert haben und halt diesen Fühler, war alles zusammen 850 Euro. Wo ich sogar im letzten endlich noch froh war, weil ich gedacht habe, das wäre so unendlich kompliziert, das Ding da auszubauen. Aber das ging doch relativ einfach, Gott sei Dank. Und deshalb 850 Euro, habe mal Lehrgeld bezahlt, jetzt mit Diesel und mit Freibrennen. Und werde das in Zukunft auch dann so handhaben, dass das hoffentlich so schnell, hat ja gerade mal gute 3 Winter gehalten, nicht wieder passiert. Das war's. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.